Servus und herzlich willkommen im Aquacentrum. Ich bin der Michi und ich zeige euch heute, wie man unseren neuen Hydroselect 3-Wege-Wasserhahn vormontiert. Der Hydroselect 3-Wege-Wasserhahn kommt in solch einem formschönen Karton. Man öffnet ihn, im Bestfall zerstörungsfrei. Gut geschützt durch diesen schwarzen Schaumstoff finde ich als erstes die Montageanleitung, die eigentlich schon alles Wissenswerte zur Installation beinhaltet. Um trotzdem etwaige Fragen zu beantworten, zeige ich jetzt die Montage des Wasserhahns, der, wie man sieht, in einem Bausatz kommt. Ich nehme mal alles aus der Verpackung. Hier in der Tüte sind Reduzierungen, die ich später bei den Schläuchen benötige. Diese Dinger nennt man Ersatzkartuschen für Einhebelmischer. Diese dienen dazu, dass, wenn man je nach Benutzung und Kalkgehalt des Wassers die schon im Hahn verbauten Kartuschen austauschen muss. So haben Sie gleich Ersatz zur Hand. Den Austausch zeige ich gern auf Nachfrage in einem anderen Video. Bei Bedarf bitte in die Kommentare schreiben. Also diese Dinge gut aufbewahren. Der Teil, auf dem Aquavolta steht, mit dem kleinen Hebel, ist für das Trinkwasser. Der Teil, auf dem Hydroselect steht, mit dem längeren Hebel, ist für Warm- und Kaltwasser. Jetzt komme ich zur Montage des Wasserhahns. Der Schlauch für das Trinkwasser ist schon vormontiert. Kann nicht schaden, diesen auf seinen festen Sitz zu prüfen. Im Inneren sehe ich noch zwei Bohrungen. Die eine ist mit C für Cold wie Kaltwasser gekennzeichnet und die andere mit H wie Hot, also in unserem Fall der Warmwasseranschluss. Das Gewindestück wird nachher hier oben in den Wasserhahn eingeschraubt. Um mir die Montage der Schläuche zu erleichtern und damit ich den kompletten Hahn nachher an meinem Wasch- oder Spültisch montieren kann, entferne ich schon mal die Überwurfmutter, die Scheibe und die Dichtung. Diese werden später wieder von unten darauf geschraubt, aber dazu später. Ich stülpe also das Gewindestück mit dem großen Gewindeende Richtung Wasserhahn über den Trinkwasserschlauch und schiebe nun den blau markierten Kaltwasserschlauch durch das Gewindestück. Nun schraube ich den Kaltwasserschlauch in die mit C markierte Bohrung. Wie ihr seht, benötige ich dazu kein Werkzeug. Dank der O-Ringe an den Schläuchen dichten diese auch schon bei handfester Montage ab. So sieht es aus, nachdem ich den ersten Schlauch montiert habe. Dasselbe mache ich jetzt mit dem rot markierten Warmwasserschlauch. Dieser kommt, wie gesagt, in die mit H markierte Bohrung. So sieht es jetzt bei mir aus. Die O-Ring-Dichtungen sind nicht mehr zu sehen. Jetzt drehe ich das Gewindestück in den Wasserhahn, auch nur handfest. Als nächstes schraube ich die Reduzierungen an den Kalt- und Warmwasserschlauch. In den Schläuchen sind schon Dichtungen. Achten Sie jedoch darauf, dass sich auch eine passende Dichtung in der Reduzierung befindet, mit der Sie nachher den Schlauch am Eckventil befestigen. Bei dieser Verschraubung können Sie Werkzeug zu Hilfe nehmen, um sie anzuziehen. Was jetzt kommt, ist nur ein Beispiel, wie nachher die Montage des Wasserhahns aussieht. Nachdem ich den Hydroselect Wasserhahn in die passende Bohrung meiner Arbeitsplatte oder Spüle gesetzt habe, schiebe ich die Flachdichtung, die Scheibe und die Überwurfmutter von unten über die Schläuche. Ich schraube die Überwurfmutter bis an die Unterkante meiner Arbeitsplatte und ziehe sie fest.
Ich verlinke euch ein Video, in dem ich mit meinem 6 Jahre alten Sohn einen Hydroselect 3-Wege-Hahn an unserem Badezimmerwaschbecken installiere, in der Beschreibung. Sollte jemand diesen Wasserhahn an einem Keramikwaschbecken montieren, bitte die Schrauben in der Überwurfmutter nicht anziehen. Nur damit ihr es seht, im Trinkwasseranschlussschlauch befindet sich auch schon eine Dichtung. Auch diesen Anschluss nochmal mit Werkzeug nachziehen. Ja, und das ist dann meistens so die Einbauhaltung, die man einnimmt, ja, um das ganze Ding irgendwie über Kopf dann irgendwie einzubauen. Okay.